Freunde, ich muss euch eine Sache mal sagen, die habe ich euch noch gar nicht gesagt. Das Dorint Hotel, da ist es. Ich habe mir das erste Mal in meinem Leben 5 Sterne gebucht und bin jetzt ganz gespannt, ob ich das mag oder nicht. Und ihr werdet es auf jeden Fall live mitbekommen. So Leute, eine Sache, die mich ja auch wirklich echt verfolgt ist, seht ihr das? Manuel Gonzalez. Oh, es ist echt sehr verschwommen. Aber ich glaube, man erkennt das so ein bisschen. Das, worauf ich hinaus will, ist, dass die Leute immer, egal wo, immer meinen Nachnamen mit S am Ende schreiben, weil das irgendwie ein Denkfehler im Kopf ist der Menschen, wo sie nicht bis zum Ende des Namens lesen, sondern das herschließen, sagen einfach, okay, Gonzalez, das spricht man bestimmt nicht nur so aus, sondern es wird bestimmt auch mit S geschrieben. Und im Spanischen ist es aber tatsächlich so, man schreibt das mit, wo gehe ich denn gerade hin? Leute, jetzt bin ich auch ein bisschen verwirrt gewesen. Man schreibt das mit einem Z am Ende und nicht mit einem S. So, Freunde. Da sind wir. Ja. Ist doch ganz okay. Mal gucken, was wir für einen Ausblick gefunden haben hier. Naja, Leute, naja. So, ganz ehrlich, ich bin ein bisschen enttäuscht davon. Warum? Weil ich dachte mir, ich könnte jetzt ein Hotel buchen, 3 Sterne reicht für mich, ich bin eh kaum zu Hause und dann spielt das keine Rolle so sehr. Aber, habe ich gedacht, komm, machst du mal ein bisschen einen Test, was passiert eigentlich, wenn man sich ein 5-Sterne-Hotel holt. Aber, Leute, 5 Sterne ist leider gar nicht so geil, wie ich dachte. Aber ganz ehrlich, also dafür irgendwie 4-mal so viel zu bezahlen wie für ein 3-Sterne-Hotel, nö, das finde ich jetzt, ja, habe ich jetzt gesehen und weiß ich jetzt, dass sich das nicht unbedingt lohnt. Okay, ja, die Dusche ist schon sehr geil, das muss man schon sagen. Es ist eine ganz cool gemachte Dusche. Toilette nebendran ist halt eine Toilette. Aber jetzt mal ganz ehrlich unter uns, B-Schwestern, Titten auf dem Tisch, wie der gute Herr Schauf damals immer gesagt hat. Es ist einfach wirklich krass, weil man zahlt 4-mal so viel. Und ich werde mich noch ein bisschen umgucken. Es gibt auch scheinbar Wellness und Spa und solche Sachen. Da werde ich auf jeden Fall mal gucken. Aber Leute, 4-mal so viel dafür, dass es halt ein bisschen besser ist, da kommt der Sparfuchs in mir raus. Und wenn ich das sage, wenn ich was von Sparfuchs sage, dann heißt das, das ist es wirklich nicht wert. Was meint ihr? 5-Sterne-Hotel? Yes or no? Und sparsam? Yes or no? Ist auch die Frage. So, Freunde, jetzt gerade auf dem Weg im Auto. Ich dokumentiere das für YouTube. Darf ich Sie zeigen? Möchten Sie berühmt werden? Wird man da berühmt? Ja, so berühmt wird man nicht. So viele Fans habe ich gar nicht. Und auch sowieso keine Fans, sondern höchstens Interessenten. Die, kennen Sie das wie bei so einem Autounfall, wenn man dann stehen bleibt und guckt? So ist, wenn man meine Videos guckt. Das macht man, weil man denkt, was ist denn das für ein Quatsch? Tja, jetzt geht's zum Rudolfplatz. Da treffe ich den guten Herrn Simon Mader auf ein Abendessen. Ich habe noch gar nicht so viel Hunger. Was machen wir denn jetzt? Noch ein Ründchen fahren. Fahren wir noch einmal ein bisschen rum. Einmal um den Block. Ja, dann müsste ich dann Fahrrad fahren. Das macht hungrig eher, oder? Irgendwie sportliche Aktivitäten. Oder bei Joe Champs gibt es vielleicht auch Fitnessgeräte. Dann gucke ich da auf jeden Fall mal. Gut, dankeschön. Tja, Freunde, guck mal, ich habe einen der schlauesten Menschen in der ganzen Stadt getroffen. Ich gehe mal aus dem Bild kurz, ich rede über jemanden. Das ist Simon, high five. Moin. Simon ist mega smart und erzählt mir auch regelmäßig gern von seinen Unternehmungen und was er so gerade wieder für geile Codes geskriptet hat, die dafür sorgen, dass andere Leute extrem schnell wachsen können mit ihren Unternehmungen wiederum. Kann man so sagen? Ja, kann man so sagen. Also es ist auf jeden Fall genius, kann man nur empfehlen. Ich sag's immer wieder, du hast mit Flavio schon zusammengearbeitet, du bist bei Matthew Mockridge in der Bude gerade und es ist kein Zufall, ne? Es ist kein Zufall, dass dieser Mann nicht nur gut aussieht, sondern auch noch so unfassbar smart ist. Ja, unglaublich. Ja. Gut. Das ist wirklich wahr. Jetzt das letzte Wort geht an dich an der Stelle. Probiert. Ja, danke schön und das war's. sorry. Jetzt ehrlich für die Leute. Ja, probiert viel aus in der Nische, in der ihr seid. Dann seid ihr anders als die meisten. Ja, gut. Ich sehe es ja auch immer, Trial and Error, einfach machen und dann justieren. Ne? Du fährst ja auch immer erst den Torpedo losschicken und dann korrigiert er den Kurs links, rechts, bis er mitten reintrifft, wo er hin will. So ist das. Good. Thumbs up. So Leute, guck mal, wo wir angekommen sind. Wir sind hier hinter der Fresenius Hochschule, hinter Mediapark.
beim Köln Tower und machen wir einmal jetzt noch einen lecker einen kleinen Umtrunk, bevor es dann. Oh, was war. Oh, hast du geflippt? Muss ich mal in Slow-Mo machen. Warte mal, in Slow-Mo.